Heute um 3 Uhr nachts wache ich von einem bestialischen Geruch auf, als hätte man einen eingefrorenen Dinosaurier gefunden, in den wieder aufgetaut und 3 Wochen in der Sonne liegen lassen. Ich dachte mir, was ist denn das? Dann habe ich so ein bisschen mit der Hand rumgetastet, habe so gefühlt, ah okay, ich glaube, das ist Apollo, der liegt neben mir. Und gleich daneben liegt etwas Warmes, Kleines, Dunkles. Und ich dachte mir, nein, der hat mir eine erledigte Maus reingebracht und ins Bett gelegt. Wisst ihr, was ich meine? Es war 3 Uhr nachts und ich konnte nicht klar denken, woher sollen denn meine Katzen eine Maus haben? Das sind Hauskatzen, gehen nur an der Leine raus. Vor allem mitten in der Nacht. Naja, und so wie es sich später herausgestellt hat, war es gar keine Maus, sondern ein Stück Kacke, welches Apollo am Po kleben geblieben ist und er hat es am Bett fallen gelassen. Und ich, als ich ertasten wollte, was das ist, habe es auch noch verschmiert. Und ratet mal, wessen Pöter wir auch noch waschen mussten? Ja, genau, diesen hier.